Ja, dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz nach unserem ersten Heimspiel gegen die MT Melsungen. Der HC Erlangen hat mit 31:21 gewonnen. Auf dem Podium begrüße ich herzlich den Gästetrainer Gudmundur Gudmundsson und unseren Cheftrainer Michael Haas. Ja, wie immer geht das erste Wort an die Gäste. Wie lautet Ihre Analyse zum Spiel? Ja gut, herzlichen Glückwunsch an HC Erlangen und Michael Haas für verdienten Sieg. Also die haben das sehr gut gemacht. Von meiner Seite oder von unserer Seite finde ich, dass wir haben ganz gut angefangen und haben alle Möglichkeiten in der Welt gehabt. Wir haben gute Abwehr gespielt, fast die ganze erste Halbzeit. Aber wir haben schon angefangen, erste Halbzeit zu verwerfen. Ne? Und wir haben 12 oder 13 klare Chancen gehabt, wo wir einfach kein Tor gemacht haben. Ne? Und das bedeutet natürlich, der Torhüter von HC Erlangen hat überragend gehalten. Und dann haben wir in diesem Spiel viel zu viele technische Fehler gemacht. Das ist 12 Stück. Und das Leben sehr schwer getan. Wir haben einiges zu tun und müssen einfach dieses Spiel sehr gut analysieren. Und wir wissen, dass wir einige Baustellen haben und werden dann einfach damit arbeiten. Danke. Dankeschön. Ja, Hassan, natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Sieg als HC-Trainer, dann auch noch hier zu Hause gegen die MT Melsungen. Was war heute der Schlüssel zum Erfolg? Ja, dankeschön. Das tut natürlich erstmal gut. So ein Heimauftakt jetzt wieder vor Zuschauern. Wir haben 7 Monate auf dieses Spiel gewartet und dass das dann so läuft, war jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten, aber so hatten wir uns das natürlich vorgestellt. Ich glaube, der Schlüssel dazu war, dass wir im Grunde schon aus der Kabine kamen mit viel Feuer, mit viel Leidenschaft in der Abwehrarbeit und uns das sehr viel bewegt haben, alle, jeder, der gekommen ist. Natürlich macht es ein Clement Verlin, der sehr, sehr viele Bälle hält, macht das Ganze natürlich etwas einfacher, weil wir dadurch natürlich auch in der Sicherheit in der Abwehr bekommen haben, wenn Fehler passiert sind. Und vor allem hat das unserem Angriffsspiel ganz gut getan, weil wir einfach nicht mit der Angst vorne gespielt haben, dass wir unbedingt Tore werfen müssen. Melsung hat eine sehr unangenehme Deckung, wie ich finde, für die wir uns auch stellenweise schwer getan haben. Aber haben dann halt mit dieser Sicherheit, mit diesem Feuer und unseren Fans im Rücken irgendwie doch immer wieder Lösungen gefunden. Und irgendwann hat die Mannschaft sich halt dann einfach auch in den Rausch gespielt, sodass es dann auch in der Höhe ausfällt. Und es freut mich einfach, dass die Jungs nach 2 Auftaktniederlagen, die natürlich irgendwie auch am Selbstbewusstsein nagen, einfach so einen Auftritt hingezeigt hat und sich da wirklich belohnt hat. Dankeschön. Ja, gibt es Fragen von Seiten der Presse? Es war diese Woche nicht viel Zeit mit den vielen Spielen und dazwischen viel zu machen. Wie ist es trotzdem gelungen, vor allem die Abwehr das Abwehr ist natürlich oft auch eine kleine Taktikfrage, aber in vielen Bereichen auch einfach eine Willenssache und eine Sache von Leidenschaft. Und ich glaube, das ist was wir heute in allen Bereichen und jeder Spieler hat das heute voll eingeworfen. Und dann schafft man es auch, verlorene Zweikämpfe auszubügeln, auszuhelfen, den Mitspieler auszuhelfen. Wir haben da heute, glaube ich, bei uns eine Mannschaft gesehen, die bereit war, jeden Fehler eines Spielers auszubügeln. Und das kann man nicht, das trainiert man nicht in 2 Tagen. Das bringen die Jungs einfach auf die Platte. Mit ihrer Leidenschaft. Wie war es generell? Es ist ja gerade sehr unterschiedlich, wie die Fans da sein dürfen. Und die Arena ist dann sich nochmal anders auf, wie es dann vielleicht auch wirkt. Wie war es tatsächlich heute hier? Einfach hat sich es angefühlt wie eigentlich fast im März oder war es dann doch anders? Natürlich sind die ganzen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen natürlich schon besonders. Aber man muss sagen, die Leute, die da waren, haben uns da wirklich getragen. Und ich glaube auch, die Mannschaft hat das zurückgegeben, was von den Rängen kam. Es ist dann natürlich so am Ende gewesen, wie sich das jede Heimmannschaft vorstellt. Das Publikum pusht Mannschaft, Mannschaft pusht Publikum. So soll es ja sein. Und wirklich auch, wenn es natürlich weit von ausverkauft entfernt war, haben die Leute, die da gewesen sind heute, uns wirklich sehr, sehr geholfen. Vielleicht noch ein Satz nochmal. Erster Sieg wirklich als Cheftrainer jetzt sozusagen. Im März war es ja auch ein bisschen anders von der Rolle her. Fühlt man sich jetzt da kompletter sozusagen oder was geht da in einem vor? Ja, machen wir uns vor. Ich habe den Job ja vorher auch noch nicht gemacht. Das ist schon Anspannung über die 60 Minuten und natürlich fällt da auch ganz schön viel ab, wenn man dann doch auch den ersten Sieg hat. Ich freue mich da sehr, sehr drüber. Nichtsdestotrotz weiß ich auch, dass das trotzdem nur eine Momentaufnahme ist. Deswegen ist es einfach auch, glaube ich, Teil meines Berufsbildes, jetzt
irgendwann diese Woche wieder auf die Euphoriebremse zu drücken. Gibt es noch weitere Fragen von Seiten der Presse? Das ist nicht der Fall. Dann danke ich ganz herzlich für Ihr Kommen und wünsche unseren Gästen natürlich noch einen guten Nachhauseweg. Dankeschön. Ja.